Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Berge, Haare. So, damit ist mein Pensum für diesen Part erfüllt. Okay. Au! Direkte Cutscene, nice. Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Mhm. Ich bin gespannt, wie diese Begegnung jetzt ausgehen wird. Ich fürchte, er wird nicht glücklich sein, oder? Oder doch? Zumindest neutral? Hi. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Okay, er ist nicht sauer. Gut. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Wow. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Na. Oh je. Ah, Scheiße. Sehr gut, Jonah. Werd jetzt bloß nicht getötet, Alter. Schnapp dir eine Waffe! Tötet sie. Lara! Nimm meine Hand! Du hast zwei Typen mit AKs ausgeschaltet. Schnapp dir wenigstens von einem die Waffe, Jonah. Ach, scheiße. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir haben Jonah gerade erst wiedergefunden und jetzt ist er wieder weg. Oh nein. Er war nur ganz kurz da, um die Ketten zu ziehen und dann ist er direkt wieder abgehauen. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Aber wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind... Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht.
Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Oh, der arme Jonah. Direkt wieder abgezischt, als er wieder zu uns gestoßen ist. Ich fürchte, Jonah ist die Prinzessin Peach von diesem Spiel. Muss permanent gerettet werden und man bekommt ihn immer nur einmal ganz kurz zu Gesicht. Oh, hätte er sich mal eine Waffe geschnappt von den beiden Typen, die er umgeschmissen hat. Verdammt. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Und ist Lara jetzt schon automatisch dorthin gereist oder muss ich das noch selbst machen? Ah, perfekt. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ist das der... Ja, das ist der Ort. Oh, sehr gut. Es wurde bereits gesagt, dass ich später noch an diesen Ort zurückkehre, wenn ich die Story einfach weiterspiele. Und Gott sei Dank ist es passiert. Oh, Halleluja. So, die Truhe hier wird auch nochmal aufgebrochen. Breitblatt-Kletterpfeile erhalten. Schießen Sie Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie R2 gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Ha! Sehr interessant. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Oioioi. Die Kipplaufflinte sieht zwar durchaus mächtig aus, aber... dafür ist die Munitionskapazität sehr gering. Ist wahrscheinlich nur so eine doppelläufige. Aber wenigstens ist die Nachladegeschwindigkeit etwas höher. Also, ich bin gewillt, sie auszuprobieren. Gut. So. Wow. Hätte ich echt nicht gedacht, dass wir... dass wir so direkt auch an diesen Ort zurückkehren. Super Sache. Oh, ist da was? Ich habe da was leuchten sehen. Aha! Eine Karte. Sehr gut. Okay, neue Dokumente und Wandgemäldepositionen. Ach, hier oben ist sogar noch ein Dokument. Hätte ich jetzt glatt übersehen. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Stimmt eigentlich. Eine abgefangene Funkübertragung von Jonah. Trinity muss ihn überwacht haben, als er mir in das Tal gefolgt ist. Ja. Oh Mann. Oh. Schlimm. So, jetzt die Frage. Ach so, da soll ich hochklettern. Alles klar. Okay. So. Und ganz oben noch einen, würde ich sagen. Jawohl. Ah, hat schon gereicht. Alles klar. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Boah, der ist aber noch auf Hochglanz poliert. Irgendjemand hat den verdammt gut in Schuss gehalten.
Alles klar, los geht's. Ach so. Okay, und wenn ich jetzt zum richtigen Zeitpunkt Kreis drücke, dann müsste ich eine Trophäe kriegen. Ich fürchte, da war ich... Nein, ich habe die Trophäe bekommen. Seilrutschen-Fan. Die bekomme ich dafür, dass ich einen manuellen Seilrutschen-Übergang gemacht habe. Sprich, ich habe nicht darauf gewartet, dass Lara automatisch auf die nächste Seilrutsche springt, sondern ich habe manuell Kreis gedrückt. Und das ist direkt eine Trophäe wert. Nice. Ah ja, jetzt bin ich wieder beim Startpunkt des Baba Yaga DLCs, das ich immer noch nicht anfangen werde. Keine Sorge. Ah, ich muss sogar erstmal hier oben bleiben. Alles klar. Zack, zack. Ein Sturm kommt auf. Das scheint ein harter Winter zu werden. Oh, da habe ich scheinbar noch ein Dokument übersehen. Hole ich mir gleich ab, wenn ich schon mal da in die Richtung gehe. Und ich gucke mir natürlich auch an, was ich in den Vorratsschuppen alles besorgen kann. Ich müsste mir ja zumindest wieder irgendetwas Neues leisten können. Yes! Genau richtig. Nein! Mist. Lara? Wow. Oh, wie sie da steht jetzt gerade. Ach du Schande. Oh! Von hier aus kann ich sogar noch weitere Pfeile schießen. Das ist ja nett. Das ist super, dass das Spiel mich das machen lässt. Nicht übel. Pistole freigeschaltet. Okay, und ein Dokument. Na komm. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Er hat es bis in die Anlage geschafft, das hätte ich ahnen können. Viel Glück, Jonah. Naja, du weißt ja jetzt, wo seine Reise in Anführungszeichen zu Ende ging, also... Das klingt jetzt so, als ob er gestorben wäre, ist er ja nicht, aber... Dennoch. Wir wissen jetzt, dass er bis zu uns wenn wir erwischt werden, gelangt ist. Sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. Alles gut. So. Kommando-Outfit. Wie viel habe ich eigentlich? 300, oi. Verfeinerungswerkzeug. Das könnte ich mir eigentlich besorgen, damit ich mehr Upgrades freischalten kann. Gewehr Laserzielfernrohr für höhere Präzision. Was sind das hier für Waffen? Oh, Bereitschafts-, taktische Schrotflinte und Militärgewehr mit hoher Schussfrequenz. Eieiei, das sind ja schon ziemlich geile Waffen, muss ich sagen. Aber das Verfeinerungswerkzeug würde ich schon ganz gerne haben. Und das Gewehr Laserzielfernrohr auch. Okay, das nehme ich auf jeden Fall. So. Nice, danke. Ja, komm. Dann nehme ich noch das hier und dann spare ich die Münzen erst einmal weiter, bis ich mir eine der Waffen kaufen kann. Hier auf dem Tisch lag nichts mehr, oder? Nö. Alles klar. Dann haben wir ja nicht mehr allzu viel hier auf dem Tisch. Wir haben nur noch 3 Gegenstände, die wir kaufen können. Das ist nicht mehr viel. Sehr gut. Okay, ich sollte jetzt auch bei den nächsten Encountern, wo ich nicht mehr schleichen muss,
daran denken, dass ich mit meinem Repetiergewehr mal wieder ein paar Kopfschüsse verteile. Wäre langsam wieder an der Zeit. Hallo, Rucksack. Ist hier was zu holen? Nein. Geheimnisse entdeckt. Ah! Das Überlebensversteck muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Wo genau? Ach, dort. Huch. Och nö, ne? Dort. Oh. Aber das Gute ist, mit Hilfe der Pfeile komme ich da jetzt locker ran. Zack. Sehr schön. Na komm schon, Laura. Hoch da. Okay. Und das da hinten schnappe ich mir dann natürlich auch noch direkt. Ich habe auch gesehen, dass es eine Trophäe dafür gibt, dass wir 40 Überlebensverstecke entdecken. Und die haben wir bis jetzt leider immer noch nicht gekriegt. Hm. Aber ich kann mich auch täuschen, was die geschätzte Anzahl an bereits gefundenen Überlebensverstecken angeht. Gefühlt sind es schon an die 40. Schutz suchen. Uiuiui. Ja. Ich denke mal, diese Höhle sollte genug Schutz vor dem Schneesturm bieten. Hoffentlich. Okay. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Ja, ich reagiere jetzt auf Verrätercharaktere, indem ich sie wie Katzen anfauche. Auch wenn ich eher der Hundetyp bin und eigentlich bellen müsste, aber... Naja, irgendwie gibt Fauchen meine Gefühle deutlich besser wieder. So, Dille. Okay, ich höre... Habe ich da jetzt gerade Arbeiter gehört? Das hat sich angehört wie Leute, die gerade Erz abbauen. Hoppala. So. Okay, und mit diesem Haken bin ich dann in der Lage, wieder zurückzukommen? Theoretisch? Ich denke schon. Naja. Machen wir erstmal weiter. Oi. Ja, das kann ja was werden. Hüpp! Und zack! Oh. Ich dachte, Laura würde wieder das Drahtseil benutzen. Diesmal scheinbar nicht. Na gut. Perfekt. Puh. So. Hat Trinity hier noch irgendwo ein weiteres Versteck? Hm. Tja, wenn hier in der Nähe schon aufgenommene Funkdaten von denen rumliegen, dann liegt der Gedanke durchaus nahe. Kurz nur gucken. Eine Herausforderung, zwei Truhen, drei Relikte, vier Dokumente, ein Wandgemälde und drei Überlebensverstecke. Uiuiui. Hm. Trinity aufspüren. Folgen Sie Sophias Weg zur Trinity-Basis. Ah, sehr gut. Zack. Und zack. Puh. Jonah muss irgendwo da oben sein. Krass. Unglaublich.
Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du. Du wirst leben. Oh Mann. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Oh je. Schon unterwegs. Oh je. Oh. Ich will gar nicht wissen, was Konstantin alles für Foltermethoden bei dem armen Jonah benutzt. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein Eichhörnchen, das einfach nur im Schnee... Ich habe das zuerst für eine Statue gehalten. Ich dachte schon, das gehört zu einer Herausforderung oder so. Hallo. Spuren. Oh, oh. Na, folgen Sie die Spuren den Berg rauf. Oh! Verdammt. Mist. Sie sind überall. Bei dem einen Hirsch hätte ich jetzt gerne noch einen Herzschuss geschafft, aber... Tja, da scheint schon über alle Berge zu sein. Ich lass ihn erstmal, oder? Nein! Ach so. Ja, okay. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Oh. Oh, so viel dazu. Okay, finden Sie einen Weg zur Trinity-Basis. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten Sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Shit! Wir haben Kontakt! Dreck, verdammter. Okay, bei der Gelegenheit... So, werden jetzt mit dem Repetiergewehr Headshots verteilt. Kommen hier noch welche? Nee, erstmal nicht, das waren die einzigen beiden. Gut. Puh. Okay, ich mache das ab jetzt so. Ich versuche möglichst zu schleichen. Sollte ich doch noch entdeckt werden. Sollte ich doch noch entdeckt werden, nutze ich einfach mein Repetiergewehr und verteile Headshots, um auf die nächste Trophäe zuzuarbeiten. Tja, das wäre auch gegangen, theoretisch. Aber, naja. Passt schon. Gut, sonst scheint hier erstmal nichts zu liegen. Okay. Dann weiter. Zack. Zack. Was ist passiert? In diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Shit. Sollen wir das melden?
Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich den Abzug. Oh, shit! Ach, du Kacke. Oh, ich dachte, ich könnte zurücklaufen. Mist. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug. Habe ich eigentlich einen Schalldämpfer auf dem Repetiergewehr? Yo. Was wir wollten. Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Sehr gut. Eigentlich kann ich ja dank des Schalldämpfers die Schleichkills auch mit dem Repetiergewehr machen. Ja, ich merke jetzt auch, dass es ziemlich schlecht mit dem Schleichen ist, wenn hier überall Schnee rumliegt. Ist das dein erster Feldeinsatz für Trinity? Nein, ich wurde geschickt, um die Insel. Shit! Ernsthaft? Okay. Ernsthaft, Laura, komm schon. Wow. Shit. So. Puh. Bis jetzt läuft das doch einigermaßen gut. Zumindest was die Kopfschüsse angeht. Die kriege ich bis jetzt noch einigermaßen gut hin. Scheinbar kriege ich damit sogar gepanzerte Gegner instant tot. Neue Dokument- und Wandgemäldepositionen enthüllt. Nice. Wo genau? Ach, da hinten. Alles klar. Ah, wieder ein Ort für meine Kletterpfeile. Ups, das war doof. Mal gucken, ob das so reicht. Ja, es reicht. Locker. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht aus. Nice, noch einen Skillpunkt gekriegt. Wo war der andere Typ, mit dem er gesprochen hat? Ah, da hinten. Der Angriff auf das Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dorthin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Lara, wieso nimmst du jetzt keine... Ach so, weil ich schon die Dose habe, schon klar. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Roger. Wo kam das denn her? Moment, da war was. Oh oh, ist von hinten einer gekommen? Nee. Gut. Okay. Komm schon, jetzt halt dich doch! Lara! So. Nein! Shit, shit! So. Oh. What the fuck? So. Puh.
Tja, scheinbar werden hier immer noch ein paar von denen rumlaufen. Mist. Aber hier alle Wege absuchen. Okay. Ah! Oh. Jesus Christ! Du Sack! Stören Sie Trinity's Operation, indem Sie Ihre Treibstofftanks zerstören. Einer von vier. Oh Gott. Ist doch schlecht. So. Heiliger. Oh. Das Lustige ist, ich habe den noch nicht mal zerstört. Das hat der Typ scheinbar gemacht. Der hat da wie ein Volltrottel drauf geballert. Was haben wir denn hier? Das hier sieht auch aus, als könnte etwas hier versteckt sein. Hm. Aber das werde ich später erst erkunden. Erst einmal möchte ich hier weiterkommen. Erkunden kann ich dann hier auch noch später. Also genauer erkunden. Hm. Ah, da ist schon einmal ein weiteres Wandgemälde. Ein altes sowjetisches Schild. Oder Schiff. Okay. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Keine Übersetzung oder sonst irgendetwas? Schade. Nun gut. So, hier nochmal Ressourcen rausnehmen, dann hier drunter durchkrabbeln. Haha! Ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Hm, krass. Okay. Kleines Leuchtfeuer. Lagerfeuer meine ich. Hm, schwere Pistole. Und ein weiterer Skillpunkt. So, was nehme ich dieses Mal? Kopftrefferanzeige. Die Kopftrefferanzeige wäre durchaus praktisch, wenn ich dadurch leichter eben die Kopfschüsse dann kriege. Tierische Instinkte. Hm. Werde ich jetzt mittlerweile kaum noch brauchen, wo ich die meisten tierbezogenen Trophäen schon erledigt habe. Mir fehlen nur noch die 15 Herzschüsse bei Rehen und Hirschen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erst einmal Volltreffer, es sei denn, hier gibt es noch etwas Besseres. Genau, Leichenfallen, Hohlspitzgeschosse, Abrissexperte, Streubombenpfeil. Hm, Größe und Ausdauer der Giftwolke, Napalmpfeile, Pfeilkletterer. Drücken Sie im Sprung Dreieck, um im Sprung Breitblattkletterpfeile in weiche Holzoberflächen zu rammen. Hm. Wäre auch nicht schlecht, aber naja. Ich tendiere auf jeden Fall erstmal zum Volltreffer. So, irgendwelche neuen Upgrades. Nachladegeschwindigkeit. Oh ja. Sehr, sehr gerne. Und hier Schnellabzug, Schussfrequenz, Schnelllader. Ich würde sagen, Nachladegeschwindigkeit werde ich mal erhöhen. Bei der Schrotflinte Rückstoßstabilität, gerne. So. Ist bei der Pistole noch was möglich? Nein. Okay. Ich habe da ja die schwere Pistole freigeschaltet. Oh, in allen Punkten besser als der Revolver. Aber ich habe den Revolver ja auch deshalb ausgerüstet, um mit ihm eventuell eine gute Möglichkeit für eine Trophäe zu finden. Auch wenn es jetzt im späteren Spiel definitiv eher unwahrscheinlich ist, dass ich das noch hinkriege, weil es sehr viele Leute mittlerweile gibt, die eine Kopfpanzerung haben.
Okay. Ich merke vor allen Dingen, dass jetzt langsam eigentlich die Zeit wäre, den Part zu beenden. Und ich mache das besser auch jetzt, bevor das nächste Leuchtfeuer wieder gefühlt eine Stunde entfernt ist. Dann werde ich an der Stelle für heute erstmal Schluss machen, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.